ja irgendwo ein Ding zwischen denen. Und so erwachsen sollten wir schon sein, dass man nicht mehr sagt, oh, mit dem darfst du nicht reden. Trotzdem würde mein bester Freund nicht mit dir reden. Ne? Oh, das war ein kleiner Diss, ne? Also Tobi Smile ist der beste Freund von Sandra und der chillt mit Paulina. Wie bei X-Diaries fast. Ja, aber wir haben ja schon alle festgestellt, dass hier ganz oben bei ihr nicht alle Glühbirnen sitzen. Von daher, ich hätte aber auch Angst, gegen mich anzutreten. Deswegen, bild dir mal deine eigene Geschichte gerne zusammen. Aber war das jetzt nicht eh schon rausgekommen, dass Valentina dem Jan wirklich fremdgegangen ist in einem Format? Ist doch so, oder? Das ist doch jetzt Fakt, oder nicht? Oder hab ich das jetzt geträumt? Charlie, haben wir das geträumt? Ich weiß es nicht. Doni? Please hold for a very important message. Hallo liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Zahnhill, dein Lieblingsroster mit Herz und ich heiße dich willkommen zu einer neuen Recap-Folge. Leute, wir lieben das, ihr liebt das. Ich bin froh, hier heute für euch zu sein. Ja, und zwar habe ich heute ein bisschen was auf dem Herzen. Erstmal habe ich ein paar Sachen rausgefunden über den Matcha Latte. Ich habe mir jetzt eine Zeit lang keinen gemacht, weil mein Wasserkocher heizt das Wasser auf 90 oder 100 Grad oder so. Und der Matcha wird gemacht mit 40 Grad. Und ich habe mir tatsächlich ein Thermometer gekauft, ja, so für Speisen. Und habe das gestern dann mal so ein bisschen experimentiert. Und siehe da, also ich trinke ja auch Leitungswasser. Und selbst das Wasser aus meinem Wasserhahn ist ja über 40 Grad. 40 Grad ist ja gar nicht heiß. Ja, also ich habe gestern dann erstmal Wasserkocherwasser reingetan mit dem Thermometer drin und dann habe ich immer so 10 Minuten lang habe ich immer wieder kaltes Wasser eingegossen, bis es dann 40 Grad hatte, weil dann sind, glaube ich, die antioxidativen Stoffe, die hier drin sind im grünen Tee, halt nicht zerstört. Ich finde, es ist einfach so eine Wohltuung, diesen Matcha zu trinken. Da ist jetzt auch ein Esslöffel Kollagen drin, Kokosmilch und dann dieser Matcha und ich fühle mich einfach fabelhaft. Ich habe das Gefühl, ich zahle auf mein Gesundheitskonto ein. Ich habe tatsächlich gestern, als ich aufgestanden bin, gewusst, dass ich mich am Abend mit Katha treffen werde, meiner besten Freundin, weil wir für unsere Thailand-Reise einmal die Route bestimmen wollten. Falls ihr schon in Thailand wart, schreibt doch mal gerne auf, was ihr so empfehlen würdet, wenn man 14 Tage dort ist und überall ungefähr so 4 Tage bleiben möchte, 3 bis 4 Tage bleiben möchte und von Bangkok aus, ne? So, wir sind da am Überlegen. Wir haben jetzt überlegt, ich sage euch mal, was wir gemacht haben. Wir haben überlegt, Bangkok, dann nach Koh Samui fliegen, aber nur um von Koh Samui schnell mit der Fähre nach Koh Phangan zu kommen. Weil wir haben gehört, Koh Samui ist nicht so, so Full Moon Party auch nicht so, alles so touristenmäßig. Wir wollen nicht so Touristenzeugs machen. Also Koh Phangan. Und dann suchen wir noch eine zweite Insel. Also dann würden wir Koh Phangan 4 Tage machen. Und dann bräuchten wir noch eine zweite Insel, die ganz gut erreichbar ist von Koh Phangan. Ohne dass man da irgendwie 8 Stunden unterwegs ist. Maximal 4 Stunden unterwegs und sie soll schön sein und nicht touristisch. Und dann würden wir gerne halt wieder über Koh Samui nach Chiang Mai. Das ist, glaube ich, im Norden, ne? Genau, da wollen wir gerne so noch ein bisschen Städtetrip machen, 3 Tage. Und dann wieder zurück nach Bangkok und da auch nochmal 2 Tage bleiben. Genau, wir suchen also, das war so unsere Idee. Wenn ihr jetzt aber noch was habt, was richtig, richtig nice ist, so, was wäre eure perfekte Route für diese Zeit? Und nicht touristisch, viel Erholung und so. Sagt es gerne. Genau, und ich wusste also, dass Katha am Abend kommt und bei der Katha ist es auch gerade so, dass sie hier und da mal ein Zigarettchen raucht. Also Katha und ich sind sehr, sehr parallel. Also ich frage mich, wie wir uns gefunden haben. Und also was wir gerne gemacht haben immer mal wieder, ist tatsächlich mal ein Zigarettchen zu schmökern, so, ne? In unserer Historie. Und ja, ich hatte dann noch eine Schachtel Zigaretten auf meiner Terrasse.
Und ein Feuerzeug daneben. Das sah so einladend aus. Ich kann euch das hier mal einblenden. Und dann schien da die Sonne drauf und daneben sind die Gartenmöbel und so. Und dann war ich so verleitet, doch nochmal einen Tag zu rauchen. Und obwohl die Zigaretten da waren, habe ich nicht geraucht. Ich habe nicht geraucht. Ich habe den ganzen Tag gestern nicht geraucht. Und es war so ein schönes Gefühl, einfach stärker sein, zu sein als das. Na, weil ich möchte healthy sein. Ich möchte mich healthy ernähren und, ne, so. Und diese Zigaretten passen mir da gar nicht rein. Aber auf der anderen Seite ist in mir so ein Part, der so gerne raucht. Ne? Es ist wirklich so Engelchen und Teufelchen. Ich wünschte, die Scheiße wäre gesund. Ich schwöre, ich würde hier mit euch rauchen. Hier würde ich jetzt so nebenbei. Das hat was. Und das Problem ist, dass meine Ex-Freundin damals, meine erste Freundin, zu mir einmal gesagt hat, sie würde mich sexy finden mit Zigarette. Und das war das Problem. Das war ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Dann war ich, habe ich immer wieder, wenn ich rauche, denke ich, ich bin sexy. Und zum Beispiel finde ich auch, dass also Gigi mich ein bisschen influenced. Weil ich finde Gigi mittlerweile, also wirklich, ich finde es ein sehr attraktiver Mann. Und dann raucht er einfach immer. Und ich habe so, geil, dieser Vibe, weißt du, so tätowierter, gut aussehender junger Mann am Rauchen. Ja, nee, das ist voll die falsche Werbung in meinem Kopf, die da abläuft. Wisst ihr? So, also drückt mir die Daumen, dass ich healthy bleibe hier und nicht rauche. Genau. Dann wollte ich euch nochmal was erzählen. Und zwar habe ich gestern einen Podcast gehört. Weil mir ist das zu verdächtig mit meinem Wirrwarr am Kopf, ne? Vor allem, dass ich so gelähmt bin für so manche Sachen. Ich habe da so zwei Kisten, ich weiß nicht, die sieht man jetzt nicht, ne, genau. Und in einer dieser Kisten sind ungefähr 30 ungeöffnete Briefe. Schon seit über 2 Monaten oder so. Krankenkasse, keine Ahnung. Kann ich nicht öffnen. Da ist ein Zwang, also da ist eine Verbotsstimme in meinem Kopf, die mir sagt, öffne das nicht. Unlust. Mögen wir nicht. Meinen Briefkasten habe ich seit 2, 3 Wochen nicht geöffnet. Es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Dann dieses Prokrastinieren, dann dieses, keine Ahnung, ich öffne mein Handy, weil ich gerade den Kommi des Tages lesen möchte. Und dann sehe ich aber eine andere Nachricht, dann mache ich das lieber, dann habe ich wieder vergessen, warum ich auf meinem Handy war. Auch wenn ich durch die Wohnung gehe, keine Ahnung, ich wollte eigentlich was wegbringen in die Küche. Auf dem Weg dorthin sehe ich aber, dass eine Decke schief liegt auf dem Sofa. Dann mache ich erstmal die Decke. Dann habe ich vergessen, warum ich das andere eigentlich, wo ich eigentlich hin wollte und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir gestern einfach mal eine Podcast-Folge angehört. Und zwar von Deep Doku, Mein eigensinniges Gehirn. Diagnose ADHS bei Erwachsenen. Und Leute, ich sage euch eins, da hat ganz schön viel gepasst. Da hat ganz, ganz viel gepasst. Und irgendwie bin ich auch, also es gibt keine Diagnose, kein nix. Ich habe es mir einfach mal angehört, weil ich mir so dachte, okay, hörst du mal an. Und als dann da so stand, als sie gesagt haben, Leute mit ADHS schaffen es, ihre Wohnung zu verlieren, ohne dass es daran liegt, dass sie kein Geld für die Miete haben, war ich auch so, okay, wow, selbst das passt. Weil ja, mein Vermieter hat mich 8 Jahre lang abgemahnt. Ich habe 4 Abmahnungen bekommen. Ich hätte auch nach der ersten was unternehmen können. Dann wäre ich in der Wohnung geblieben. Ne? Ich hätte einfach jedes Mal direkt was unternehmen können und sagen können, nee, das war ich nicht. Ne? So, aber habe ich nicht, weil ich Schiss hatte, weil ich vor also vor dem Thema weggerannt bin. Ne? Und deswegen müssen wir mal gucken. Also, ich habe mir jetzt überlegt, tatsächlich nochmal mich nach einer Tiefenpsychologin umzuschauen. Und da dann das Thema anzukurbeln, dass ich da an diesen Test komme. Das ist ja wohl auch nicht leicht, das zu machen, aber um da vielleicht noch ein bisschen Klarheit zu bekommen. Weil etwas ist anders. Etwas ist anders. Und ist auch nicht schlimm. Ich habe auch keine Angst davor. Ne? Weil es mittlerweile ja schon so viele Menschen gibt, die darüber reden. Aber irgendwas ist anders. Und ja, das ist halt einfach so. Dann kann man da vielleicht mal für ein bisschen Klarheit sorgen. Ja. Kommt euch denn irgendwas hiervon bekannt vor? Also es ist ja so, dass das alles Eigenschaften sind, die jeder Mensch durchaus hat, haben kann.
Nur die Intensität ist dann halt nochmal eine andere. Ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen in den Kommentar des Tages über. Ey, ihr habt so geile Kommentare verfasst. Ich habe geguckt, ne? Heute Morgen habe ich, während die Hunde gegessen haben, noch mal ein bisschen intensiver gelesen und dann so. Laura geht zum Beauty Dog und gibt Dana als Vorlage an wegen des Popos. Dann seid ihr aber auch drauf gekommen, dass Jenny zuerst etwas über die Größe von Laura gesagt hat und ihr sagt auch, dass Giftzwerg kein Bodyshaming ist. So. Also würde ich da vielleicht auch noch mal ein bisschen zurückrudern und sagen, die Laura hat ja gar nicht angefangen, ne? Sondern Jenny ist schon krass unterwegs, ne? Wie nennen wir sie denn? Troublemakerin? Kleine Aggressive? Falls du neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ein Schnuffelhasen werden möchtest. Tritt dieser wundervollen Community bei, werde ein Teil von uns. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt hier los, ja? Und zwar sind wir bei Malisa. Also, es ist eine Recap. Ist nicht alles super aktuell. Sag mal, hat sich in den letzten 4 Wochen so alles ereignet. Seit wann? Seit du und Fabio jetzt endgültig getrennt. Man hört nichts mehr. Die meistgestellte Frage, und es fällt mir sehr schwer, aber es ist, glaube ich, an der Zeit, euch das mitzuteilen. Einige von euch haben es ja eh bereits vermutet, da wir vor einiger Zeit alles gelöscht haben. Also ja, Fabio und ich haben uns getrennt. Mehr möchte ich dazu aktuell auch nicht sagen. Bitte habt Verständnis dafür. Ich fokussiere mich jetzt voll und ganz auf meine Arbeit und alles Positive, was in nächster Zeit so ansteht. Ach so, das hat sie mir gesagt auf dem Beauty and the Nerd Event. Genau. Ach, dann hieß der Neue auch Fabio. Krass. Da hat sie wohl einen Fluch, ne? Hast du dich mit Fabio wieder vertragen? Hast du noch Kontakt mit seiner Freundin? Ich habe sogar gerade mit Inked Zombie Princess telefoniert. Also ja, wir sind immer noch befreundet, aber mit ihrem Partner möchte ich keinen Kontakt mehr haben. Das Thema ist endgültig durch. Warte mal, und das ist jetzt der andere Fabio oder was? Hä? Und sie ist befreundet mit der aktuellen Freundin von Fabio, aber mit Fabio selber nicht. What the fuck? Also auf jeden Fall, Leute, ihr habt es ja jetzt mitbekommen. Ich bin bei Beauty in the Nerd dieses Jahr dabei. Und das fängt am 15. August an. Das heißt, am 15. August könnt ihr mich im Fernsehen sehen. I wish, ich hätte die Augen-OP vorher gemacht, Alter. Ich sehe so krass auf diesen Bildern den Unterschied zu, wie das jetzt aussieht und wie es da aussieht. Deswegen auch gar keine Lust, mich da zu sehen, weil ich Angst habe, dass ich hässlich bin. Was für eine Augen-OP? Und sie hat, oh Gott, was? Join ist doch kostenlos, also ihr könnt euch das kostenlos mit Werbung angucken oder halt ProSieben im Fernsehen. Und weil mich ganz viele gefragt haben, Leute, nein, das läuft nicht auf RTL Plus, weil das ist ProSieben, das läuft nicht auf RTL Plus. Oh nein, die Arme. Weiß sie nicht Bescheid, wann das läuft, ne? Sie ist so, ja, irgendwann kostet 30 € glaube ich, das Abonnement. Genau, läuft auf ja, MTV, glaube ich. Weiß ich nicht. Guckt einfach. Bitte einschalten einfach. Hauptsache, ich hatte meine Augen-OP. Moin, ihr Hübschen, wie geht's? Wie steht's? Ich habe so eine starke Allergie. Ich war gerade im Wald. Ich muss auch meine Brille wieder aufsetzen. Ist echt so pollenmäßig. Boah, Leute, ich weiß gar nicht, wo ich den Druck ablassen soll, wo ich überhaupt beginnen soll. Also eigentlich wollte ich ja über dieses Individuum, diesen Ex-Typen da von mir, diesen Ellermann, diesen Pseudomillionär, ich muss das leider ein bisschen jetzt in die Richtung machen, gar nichts mehr verlieren. Weiß ich nicht, so. Vor einer Woche hätte ich vielleicht noch drüber gelacht, dass heute so ein Bildzeitungsartikel ist, wo wieder mein Name in Verbindung ist als Überschrift, weil ohne meinen Namen kommt der ja da gar nicht rein, ob er da bei Taylor Swift ein Duett singen will oder nicht, was ja total lächerlich ist. Oder nicht, es braucht halt meinen Namen. Fände ich jetzt eigentlich noch so, dass ich sage, siehst du mal, Patricia, das ist ja schon die Bestätigung für alles, was so passiert ist. Aber dann gibt es einfach diese Zettel hier. Ja, und das muss ich mal einfach ganz knallhart in die Kamera halten. Punkt A. Ich habe hier die GEZ-Mahnung oder Gebühren bekommen, die mir der Anwalt, der freundliche Anwalt des Herrn Ellermanns, den hat er mir schon auf den Hals gehetzt. Bei unserer Trennung
Da hatte ich so Angst, weil ich dachte, er nimmt mir mein Pferd weg, weil er das angedroht hat. Da musste ich eine Geschichte zurückziehen, liebe Leute, dass ihr mal wisst, was solche Typen tun hier wegen Körperverletzung. Da hat er mich bedroht, erpresst, dass wenn ich das nicht zurückziehe, dass er praktisch mir mein Pferd und so Sachen wegnimmt. Und dieser Mann wagt es, oder es ist mir egal, noch mit meinem Namen hausieren zu gehen, der mich nur verarscht hat in der Beziehung schon, ja, der mich beschissen hat in der Beziehung, der mir meine Sachen weggenommen hat, mich bedroht hat, mich schlecht gemacht hat über, ich weiß nicht wie lange in dieser Zeitung, und dafür wird er jetzt belohnt und da steht mein Name wieder drin. Mir steht's bis oben hin. Wisst ihr, was Körperverletzung bedeutet, Leute? Was möchte ich euch damit einfach sagen? Dieser Mann hat alles getan, um mich niederzumachen. Dieser Mann hat keinen Stil, hat keinen Anstand und tut so, wie wenn er hier ein Superstar wäre. Der ist überhaupt nicht wichtig. Der tut sich nur profilieren über andere Leute. Und heute steht wieder mein Name in diesem Artikel drin. Und es kotzt mich einfach an, dass sich Menschen nach außen darstellen, wie sie überhaupt nicht sind. Dieser Mann ist auf mich losgegangen. Wisst ihr, wie groß der ist? Wie schwer der ist? Auf mich losgegangen, hat mich mit einer Pistole bedroht, mit allem Möglichen, mit einer Schreckschusspistole. Da kann der jetzt seinen Anwalt nochmal schießen. Mir reicht's, ich habe die ganze Zeit meine Fresse gehalten. Die ganze Zeit, ich habe mit dem Typen nichts mehr zu verlieren. Und selbst wenn ich jetzt aussehe wie ein Alien, der Typ, den braucht kein Mensch, der ist wie Fußpilz, Mann. Mir reicht's, mir steht's hier bis hierhin. Es reicht mir, dass solche Leute durchkommen, nur weil sie irgendwie keine Ahnung, was die haben gar nichts. Okay, also ich kann verstehen, dass sie sauer ist, ja. Die Frage ist nur, du hast ja so einen Wisch unterschrieben, dass du nicht darüber redest und jetzt auf einmal hältst du Briefe hoch, wo man Adressen sehen kann und so weiter, oder was? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so, so plastisch, also so transparent für uns gemacht wird. Mhm. Ich muss das einfach mal loswerden. Weißt du denn eigentlich, wer das wer das ist? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wer ihr Ex ist? Verletzung gegen eine Frau geht gar nicht, Alter. Geht überhaupt nicht. Gegen einen Mann auch nicht. Renn mal du ganz weit weg, Junge. Weil wenn ich dich sehe, werde ich dich drauf ansprechen. Darauf kannst du Gift nehmen. Postet heute auf seinem Instagram, das schicken mir die Leute, ja. Die Überschrift postet er nicht. Ich poste euch das mal. Ich möchte mit diesem Mann nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Der hat mir alles weggenommen fast. Es war unter Bedrohung. Unter solchen Bedrohungen, dass er mir mein Pferd gelassen hat. Was, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und der stellt sich als Multimillionär da. Erzählt irgendwas von einer Million für mich ausgeben. Der hat gar nichts aus. Er hat sich alles zurückgeholt. Und meinen Namen benutzt er heute noch. Geht gar nicht, Leute. So, wer ist das denn jetzt? Millionär Andreas Ellermann. 59. Hatte in seiner Loge im Stadion geladen. Freute sich schon den ganzen Tag auf die US-Göttin. Seine Gäste natürlich alle im Swift-Fieber. Der Ex von Patricia Blanco zu Bild. Mit Nadel habe ich ja schon gesungen. Jetzt warte ich auf ein Duett mit Taylor Swift. Blanco-Ex freut sich auf Duett. Und er wird ein Duett haben mit... Excuse me? Er wird ein Duett haben mit Taylor Swift? I don't think so. So hat er es mit der Uhr gemacht. Hat er mich auch was unterschreiben lassen. Immer so... Das ist der Charakter des Ellermanns. Schön sich alles zurückhüllen. Schön so nach außen tun, so großzügig und hintenrum. Tja, ich war halt wirklich dumm. Ich war echt naiv. Aber glaub mir, Andreas, Karma is a fucking bitch, Alter. Also wie darf ich mir das vorstellen? Er hat dir was geschenkt und dann gab es aber einen Vertrag, dass du das so nach einem Monat zurückgeben musst. Und warum hast du das unterschrieben, wenn ihr so auf Wolke 7 gewesen seid? Warum, Schatz? Warum machst du so? Paulina, hat Paulina einen Kampf? Paulina Jubas ist ready und gehypt, aber ihre geplante Gegnerin ist nicht so überzeugt davon. Das sagt Eugen. Leute, dieses Wochenende haben sich menschlich wieder Abgründe aufgetan. Jedes Mal, wenn ich denke, es kann nicht schlimmer werden, wird unter dem Niveau von einigen Leuten eine Kellerwohnung frei. Fazit, was ich eigentlich schon wusste, alle machen immer auf ganz krass im Internet, aber keine... traut sich, dir gegenüber in echt den Mund aufzumachen, benehmen sich alle wie ehrlosesten Fische und sind schockiert, wenn sie dann mal die Meinung ins Gesicht gesagt bekommen. Größter Bluff for the streets, y'all belong to the streets. Mich zu nerven ist ja so eine, but disrespecting my man in front of me is wild. Okay, was? Quelle? RTL Plus? YouTube Sanja Kimowski?
Was ist das denn jetzt, Leute? Man ist das. Habe ich das gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach so. Ja, wie ich schon immer gesagt habe, es ist alles immer so lange lustig, bis es einer mit dir macht. Was ist denn das? Liebe halt die Einstellung, wenn andere schießen, indem die sich selbst Fragen in Fragerunden stellen, easy. Aber wenn einer antwortet, ist es Mobbing und die andere Person kriegt keine Luft mehr. Bra, sorry für die Wahrheit, anstatt dreimal eine Minute Sprachnotiz zum Broadcast. Also führt man in so einem Broadcast-Channel immer so Selbstgespräche? Oder warte, der ist auch nice. Ist das so eine Sache? Dann redet sie den ganzen Tag mit sich selber. Paulina ist so gemein. Nein, Mann, dir fallen einfach nur keine guten Sprüche zurück ein. Ist ja heute auch Sandra Sikora am Start. Gab es schon ein Aufeinandertreffen? Ich weiß nur, dass liebe Sandra gerne an Melina so an meinem Tisch sitzen wollte, den Tobi vorgeschickt hat. Tobi ist immer willkommen. Sandra kann sich ganz gepflegt hier mal verfieseln. Ja? Hat den großen Fanclub, die nette Dame. Hat mich auch verfolgt gestern. Also es ist mal wieder sehr angenehm mit der Frau. Es ist ein Foto aufgetaucht von dir und Tobis Smile. Ist das eine Art Provokation an Sandra Sikora? Nee, ich kenne Tobi schon länger als Sandra Tobi kennt. Tatsächlich, wir haben damals zusammen Ex on the Beach gedreht. Du meinst auf dem Baruchaville, ne? Nein, also wie gesagt, wir haben da einfach ganz normal gefeiert, so mit allen. Ja, chillt ja auch mit Melina. Also ich finde, doch egal ob ich Sandra mag oder nicht, das ist ja irgendwo ein Ding zwischen denen. Und so erwachsen sollten wir schon sein, dass man nicht mehr sagt, oh, mit dem darfst du nicht reden. Trotzdem würde mein bester Freund nicht mit dir reden. Ne? Oh. Das war ein kleiner Diss, ne? Also Tobi Smile ist der beste Freund von Sandra und der chillt mit Paulina. Also ich finde, Paulina hat es ihr gerade gegeben, weil sie ist so, weißt du, also dein Freund chillt zwar mit mir und ich finde, da solltest du nicht rumheulen, aber meiner würde trotzdem niemals mit dir chillen. Also hinterfrag nochmal deine Freundschaft. Gibt's jetzt den Kampf, gibt's ihn nicht? Ich hätte es nur gemacht mit ihr, aber sonst muss es jetzt nicht sein, ehrlicherweise. Also sonst gibt's doch keine Gegnerin. Also ja klar, ne? Eugen hat auch immer gefragt, ja, die oder die oder die, aber ganz ehrlich, ich muss mich jetzt nicht schlagen. So, wenn, hätte ich es irgendwie geil gefunden, das ganze Setup. Aber dann halt auch, wenn du wirklich Ärger hast mit jemandem, dann ist lustig irgendwo, finde ich. Also ich gucke mir das dann auch gerne an, wenn die Leute sich dann so beefen und so. Also sonst muss das irgendwie nicht sein, finde ich. Ja, kann ich verstehen, dass sie sich da die Fresse nicht kaputt schlagen lassen möchte. Geht mir genauso. Also würde ich auch nicht machen. Nö. Ey, warte mal. Reality Awards am 7. Dezember. Leute, das tragen wir uns doch jetzt einmal hier ein. 7. Dezember. Da haben wir die Reality Awards. Auf die müssen wir doch auch reagieren. Am 7. Dezember live auf RTL Plus. Live auf RTL Plus. Okay, wann auch immer das sein wird. Wahrscheinlich so 18 Uhr. Sophia Thomalla ist unser Perfect Match für die Awardshow Moderation. Reality-Expertin Olivia Jones berichtet live vom roten Teppich, die Reality Awards. So, und jetzt sind wir bei Reality Shows Edits. Das ist dieser Account, der immer alles weiß, und ich frage mich, warum weiß dieser Account immer alles, okay? Mit wem hast du geschlafen? Ja? So, und zwar, weißt du, ob es eine zweite Staffel Lawful geben wird? Laut meinen Informationen soll es eine zweite Staffel geben. Weißt du schon, welche Frau es bei Make Love, Fake Love dieses Jahr sein wird? Eine langweilige Maus. Warte mal, das ist doch schon draußen, oder nicht? Oh Gott, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wer war das denn nochmal? Das war echt so eine boring person. Irgendwie habe ich das schon irgendwo erfahren. Wer ist für dich die absolute Reality Queen und der Reality King? Absolute Queen, Reality King habe ich keinen. Elena Miras. I see, I see. Wie findet ihr Elena Miras? Also ich habe jetzt Dschungelcamp nicht weitergeguckt, muss ich sagen. Wie findet ihr die? Mögt ihr die? Daumen hoch, Daumen runter. Elena Miras, schreibt es in die Kommentare. Hat sich RTL schon bei dir gemeldet und sich beschwert? Nein, warum auch? Ich poste meine Vermutung und das darf man ja. Aber mir hat mal jemand geschrieben, dass sie froh sind, wenn ich mal etwas Falsches poste. Weißt du, ob Luisa bei DSDS oder doch bei Germany Shore? Sie kann ja auch bei beiden Shows dabei gewesen sein. Tim Kühnel hat behauptet, bei Aito waren nicht alle Single. Wer? Yes, TV Movie hat dazu einen Presseartikel online. Okay. Welcher Trash-TV-Moment hat sich bei dir eingebrannt, egal ob positiv oder negativ?
Lagerfeuer von Christina und Alex, ja, safe. Sommerhaus, Mobbing gegenüber Eva, habe ich noch nicht geguckt. Christine versus Marcel, habe ich nicht geguckt. Claudia versus Desiree, habe ich auch nicht geguckt. Oh nein. Obwohl, warte mal, Christine versus Marcel, war das bei Aito? Ist Marcel der Wolfsauge, Junge? Weil das habe ich gesehen, aber es hat sich nicht eingebrannt irgendwie. Hast du die neue Breaking Trash-Folge gesehen? Trashkurs redet über dich da. Ja, 3 bis 4 von euch haben mir das zugeschickt und ich musste darüber so lachen, dass die im Gefühl haben, ich wäre eine von RTL, so ein Bullshit einfach. Haha, ich bin einfach bestens informiert und das nicht nur über RTL-Formaten. Ich freue mich, dass die Mäuse sich mit mir beschäftigen. Nur Liebe für meine Fans. Lieblingsmoderator, selbstverständlich Sophia Tomala, die geilste Frau überhaupt. Bekommt Reality Backpackers eine 2. Staffel? Ja, eigentlich schon. Ich finde es schade, dass man so unnötige und langweilige Shows weiter produziert, anstatt was Neues, Geiles zu produzieren. Ey Leute, diese Dame könnte ich sein. Oder dieser Herr. Ich mag auch Tomala Tomate. Reality Backpackers fand ich jetzt. Achso, und Ricarda macht jetzt OnlyFans. Okay. Oh mein Gott. Wusstet ihr das? Ich wusste das nicht. Wie wäre das für euch, wenn ich jetzt morgen auch OnlyFans mache? Wäre das okay? Kann man das machen? Und was würdet ihr sehen wollen? Was zeigt denn Ricarda? Hat jemand ein Abonnement bei ihr? So, bei wem sind wir denn hier? Everyday Reality. Ist das Sandra? I don't know. Ich habe Paulina verfolgt. Ha, ich glaube langsam, die ist echt komplett gegen die Wand gelaufen. Ihr Blitzlichtgewitter-Interview ist mal wieder sehr lächerlich. Eigentlich darf ich nichts zu sagen, um dem Ganzen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Aber mich fuckt es ab, dass nur negative Scheiße und Lügen aus manchen rauskommt. Schmutz, einfach nur Schmutz. Ach so, das Interview haben wir ja gerade gesehen. Aber warum hast du sie verfolgt? Und wenn du sie verfolgt hast, warum stehst du nicht einfach dazu, Schatz? Tut mir leid, dass ich beim Sommerhaus zum Beispiel keine positive Reaktion machen konnte. Ist ja klar, dass ich als Partnerin irgendwo ja auch dann das weiß und natürlich auch zu meinem Partner halte. Okay, habe ich vielleicht klar, im Sommerhaus nicht gemacht und das ist jetzt was ich ab sofort machen möchte. Wenn das Thema einmal ausgesprochen wurde, bin ich auch fein damit, dass wir einfach ja, jetzt so weitermachen, wie wir es vorher auch schon getan haben, sondern einfach positiv, neutral. Und was wird, das wird, was nicht, das nicht. Aber das ist halt einfach weg. Es ist nicht mehr zwischen uns oder im Raum oder von irgendwem hier steht. Ja, was sonst noch so mit uns passiert oder ob da überhaupt zwischen uns noch irgendwie was passieren kann, das wird jetzt natürlich die Zeit zeigen. Hä, die haben sich vertragen. Erstmal ist sie sauer auf Sandra, weil Sandra gesagt hat, dass Alex da ein bisschen durch mit der Welt ist. Ich meine, du warst selber nicht angetan davon, wie er mit ihr umgegangen ist. Und dann war sie auf alle sauer, die dann gegen Alex waren. Okay, I see. Aber dann haben die sich ja vertragen. And what happened afterwards? Weil dann habt ihr euch ja wieder irgendwie nicht so gut verstanden. Ja, ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und es passieren auf jeden Fall noch ein paar Dinge. Und ja, ich kann mit euch halt leider noch nicht darüber reden. Deswegen habe ich mich die letzten Tage tatsächlich auch was zurückgezogen, bin das Wochenende nicht rausgegangen, weil es mich echt mitgenommen hat. Aber ja, wir lassen uns natürlich nicht unterkriegen und wenn es soweit ist, dann reden wir darüber und dann, oh, ich bin einfach nur gespannt, was ihr davon haltet. Gott, das ist jetzt ein bisschen länger her, aber was war denn dann? Also ich habe eh das Gefühl gehabt, dass bei Reality Queens so Lücken waren einfach, ne? Abends wart ihr gut, am nächsten Tag, nächste Aufnahme, habt ihr Beef. Und warum, warte mal, wenn die sich dann vertragen haben, ne? Warum war dann Vanessa in der Wiedersehensshow immer noch sauer wegen dieser Reaktion auf deren Format? Das macht ja gar keinen Sinn. Dann war sich einfach Vanessa sicher, dass diese Bonusszene quasi nicht gezeigt wurde und hat dann quasi bei der Wiedersehensshow noch argumentiert mit, du hast blöde Reactions über uns gemacht. Dabei war das schon aus dem Weg geschafft. Krass. So, und kurz mal zum Thema Famefighting, da mich einige Nachrichten gerade erreichen. Ich mag die Veranstaltung, aber ich sehe mich nicht im Ring. Ich habe länger hin und her überlegt. Allerdings habe ich einfach keinen Grund zu kämpfen, weder mit ihr noch mit jemand anderem. Ich habe keine Angst, ich bin einfach nicht die Person, die jemand anderem auf die Schnauze hauen möchte. Respekt an alle, die das machen, aber ich mache es nicht.
Kann ich aber verstehen. Also ich hätte wirklich auch gar keinen Bock auf so einen Kampf. Ey, schau mal, wo irgendwas geht kaputt. Irgendwas muss dann wieder heilen. Leute, ich bin einfach vor 2 Tagen gegen einen Pfosten gelaufen. Ich bin verwundert, dass es tut auch weh. Es ist aber nichts blau und wohl auch nichts gebrochen. Ich bin über den Steindamm gelaufen in Hamburg. Und in einem Dönerladen stand ein wunderschöner Mann, der gerade seinen Döner bezahlt hat. Und ich habe so den angeguckt, weil ich so dachte, oh, ich habe mir bestimmte Sachen mit ihm vorgestellt. Und habe dann in dem Moment nicht gesehen, dass da eine Säule war. Ich bin einfach gegen eine Säule gelaufen. Das hat so geknallt, das hat so gescheppert. Da habe ich natürlich erstmal die nächsten 30 Meter nichts gemacht. So einfach einmal kurz aus dieser brenzlichen Situation raus. Und als ich dann raus war und ich mir sicher war, mich sieht keiner mehr, habe ich erstmal gecheckt, ob ich alles auf und zu noch bekomme und ob alles dran ist. Ja. Und deswegen auf gar keinen Fall in den Boxring. Geht gar nicht. Das Leben boxt mich so schon. Hallo meine Lieben, ich hoffe, euch geht es gut. Ich wollte mich ja eigentlich gestern noch bei euch melden. Ich habe ja so ein Thema angeschnitten und zwar November, Famefighting. Ihr wisst, ne, eigentlich gab es eine Zusage von meiner Gegnerin. Es hieß Valentina vs. Emmy, ja. Ich weiß, jeder will mich im Ring sehen und ich habe auch richtig Bock. Ich trainiere ja auch schon. Ja, aber wie ich schon gedacht habe, sie hat abgesagt. Alles für Promo-Klicks und Aufmerksamkeit. Ich wusste es eigentlich schon von Anfang an, aber ich dachte mir, komm, vielleicht will sie ja wirklich kämpfen. Aber naja, sie hat Angst. Für die Leute, die nicht wissen, was Famefighting ist, das ist eine Boxveranstaltung, die gibt es jetzt schon fast seit einem Jahr. Und die geht jetzt in die zweite richtige Runde. Da können sich Promis, ich sag mal Promis, weil der eine ist mehr Promi, der andere weniger, im Ring mal ein bisschen, ja, zeigen, was sie voneinander halten. Und es gab jetzt dieses Jahr eine kleinere Veranstaltung, Challengers hieß das, für eher unbekanntere Promis, Influencer, Reality Stars, wie man das auch nennen möchte. Und da habe ich jemanden getroffen, und zwar nämlich die gute Emmy. Denn ihr wisst, in der ersten richtigen Hauptveranstaltung letztes Jahr von Famefighting, die es verfolgt haben, habe ich sie da auch schon herausgefordert, auch schon vorher auf Instagram. Und ja, jetzt hat sie leider abgesagt. Und ich wäre sogar tatsächlich, ich glaube, 5 Gewichtsklassen für sie runtergegangen. Ich wiege 57 Kilo und hätte tatsächlich auf 48 Kilo gekämpft. Das sind einfach 9 Kilo Verlust, was natürlich unfassbar unmenschlich ungesund ist. Dass ich eigentlich auf einer ganz anderen Gewichtsklasse kämpfe, das ist, glaube ich, absehbar. Das sieht man, wenn man uns nebeneinander stellt. Und sie wollte ja von Anfang an nie 1 Gramm zunehmen. Das heißt, die niedrigste Gewichtsklasse wäre in dem Falle bis 48 Kilo. Ich muss auf 48 Kilo abnehmen und sie kann bei ihren 42 Kilo ist, wie sie ist, bleiben oder kann natürlich auch gerne auf 48 Kilo hoch. Also für sie kein Druck, für mich enormer Druck abzunehmen, vor allen Dingen ungesund abzunehmen, weil ich natürlich schon super schlank bin. Na, ich bin fast 1,68 groß, wiege 57, gesunde Kilo, bin durchtrainiert sportlich und natürlich 9 Kilo runter zu gehen ist sehr, sehr gesundheitsgefährdend, bringt ein Risiko mit. Aber ich hätte es gemacht, weil ich hätte sie so gerne einfach hier gesehen, wisst ihr, hier unten. Und da wäre ich dann halt dieses gesundheitliche Risiko, was natürlich nicht gut ist, eingegangen. Schlussendlich habe ich mit super vielen gesprochen, mit super vielen Ernährungsberatern, Ärzten und. Und die haben mir wirklich alle davon abgeraten, das zu tun, auf 48 Kilo runterzugehen, weil das wirklich für die Gesundheit nicht gut ist. Bei meiner Körpergröße wäre ich, glaube ich, schon bei 52 oder 54 Kilo untergewichtig, ja. Und ja, ihr seht, ich habe nichts dran, ihr kennt mich, ihr verfolgt mich auf Instagram. Ich wollte es trotzdem tun. Ja, aber vielleicht müsst ihr dann einfach einsehen, dass es keine gute Idee ist. Okay? Ich bin da jetzt auch ganz durcheinander. Dann habe ich ein Statement von Emmy gesehen, ist auch in der Recap von mir drin. Da hat sie gesagt, Valentina hätte dreimal eine Änderung mitgeteilt und dann konnte Emmy das nicht mehr ernst nehmen und hat abgesagt. Ja, und dann war ich voll auf Emmys Seite und jetzt höre ich mir Valentina an und denke mir so, ja, das verstehe ich aber Valentina auch, weil sie wollte irgendwie was Unmögliches möglich machen. Finde ich auch, also ich finde, wenn diese beiden Frauen hätten miteinander kämpfen wollen, mit 10 Kilo Unterschied, ich weiß jetzt nicht, wo die jeweiligen Gewichtsklassen anfangen oder aufhören, dann hätten sie es entweder lassen sollen, damit jede einfach so
viel Gewicht behalten kann, wie sie hat. Oder aber sie hätten sich in der Mitte treffen sollen. So, 5 Kilo nimmt die andere zu, 5 Kilo nimmt die andere ab, wenn es irgendwie geht. Das, aber warum soll denn die eine der anderen ganze 10 Kilo entgegenkommen? Geht's noch? Ich meine, die Valentina ist ja wirklich schlank und durchtrainiert. Woher soll sie denn die Kraft dann haben, am Ende noch zu kämpfen? Bin ich auf Eugen zugegangen, habe gesagt, komm, fragst du doch einfach mal, leg ihr ein bisschen was drauf, ne? Wir wissen, die Alte ist Geld geil, Geld schmeckt, dass ich dann auf 50 Kilo runter muss. Immer noch viel. Wir reden hier von 7 Kilo bei meiner Körperstatur. Und sie kann trotzdem genauso bleiben, wie sie ist. So, das hat sie dann auch abgelehnt, okay. Das heißt, wir wären trotzdem auf 48 Kilo gegangen. Also ich wäre auf 48 Kilo runtergegangen. Das hat sie dann auch abgelehnt. Sie hat den kompletten Kampf einfach abgelehnt. Ja gut, mit meinem Namen hat sie dann einmal 1 Million Reel-Aufrufe erreicht. Mit Ausziehen, selbst da klappt das ja nicht. Aber wie wir alle jetzt gesehen haben, alles nur Geblöffe. Sie hat keine Eier und hat einfach Angst. Schade, egal. Ich muss nicht mehr abnehmen. Ich habe den Stress nicht. Kein Problem. Ich kann jetzt weiter voranschauen. Ich habe tatsächlich nochmal die Idee, Dimitrio herausgefordert, die hat aber beim Veranstalter abgesagt, obwohl sie auch so eine große Klappe hat, hat man zuletzt bei der 50 gesehen und wirklich ganz schlimme Sachen gesagt hat in Richtung bei mir familiär, ja, und sonst was. Naja, schade, sie hätte ich auch gern hier gesehen. Jetzt kommt für mich auch nur noch eine Person wirklich in Frage. Mit dieser Person war ich bei Couple Challenge, die auch super viel Scheiße in den Mund genommen hat über mich. Das wäre wirklich nur noch die einzige Person, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, in den Ring zu steigen, weil es andere ist für mich Quatsch. Und ich finde tatsächlich diesen Kampf auch super spannend. Für mich wäre das auch nur noch die einzige Option, weil, sorry, gegen irgendwelche anderen Leute, gegen irgendwelche frustrierten Ex-Affären oder irgendwelche Leute, mit denen ich einmal ein Wort gewechselt habe und die so irrelevant sind, ja, gegen die steige ich nicht in den Ring. Für mich muss das eine Geschichte mit sich bringen und ich habe Bock, ich habe Eier, ich ziehe den Schwanz nicht ein, so wie andere Kandidaten. Und ja, mal schauen. Das wäre auf jeden Fall nochmal so ein spannendes Ding, wo ich sage, komm, setze ich den Fokus auf sie. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass sie vor kurzem, habe ich bei irgendjemandem gesehen, muss ich gleich mal raussuchen, noch irgendein Bullshit erzählt hat bei der Presse, dass ich tatsächlich irgendwie auf sie zugekommen wäre und mich mit ihr aussprechen wollte. Ich weiß ja nicht, ob sie auf einem anderen Planeten war in dem Moment, aber ja. Also Christina Dimitro hätte ich gerne gesehen. Die hätte ich gerne gesehen. Weil die hat echt immer eine große Klappe, ne? Und man muss die immer so oft so zurückhalten und so, weil man denkt, sie würde dir gleich eins auf die Fresse hauen. Da bin ich verwundert, dass sie nicht mitgemacht hat. Wahrscheinlich ist mehr so bei der große Klappe und nicht so viel dahinter. Und Christina Okpara, ich weiß es nicht. Aber es ist auch schon wirklich krass, dass Christina Okpara und Valentina mal befreundet waren. Ich finde, die beiden passen so gut zusammen menschlich. Ich frage mich wirklich, wie dieser Streit entstanden ist, weil eigentlich müsst ihr so wirklich beste Freundinnen bis an euer Lebensende sein. Ne? Und nächste Woche, Leute, bin ich an einem Ort, wo ich dachte, dort werde ich niemals in meinem Leben sein und diesen Ort niemals betreten. Ich sage euch einmal kurz was, ne? Ich hatte mal eine Arbeitskollegin, als ich im Einzelhandel gearbeitet habe, die ist wie die Schwester von Valentina. Wirklich. So, die gibt, kennt ihr das, wenn ihr so einen Menschen seht und der verkörpert für euch einfach komplett einen anderen Menschen, also ihr meint, ihr kennt die Person, die hat mir das Leben richtig zur Hölle gemacht, ne? Mit der bin ich auch also so zerstritten dann abgegangen, ich habe mich von der auch nicht mehr verabschiedet und so. Die hat wirklich, ich weiß nicht, die Valentina gibt mir halt einfach crazy Vibes, ne? Ich habe die auch getroffen auf dem Heroes Festival. Und da sind wir aneinander vorbeigegangen und ich habe Hallo zu ihr gesagt und sie war da mit einer Freundin, die man nicht kennt. Und dann meinte ich noch so, hey, na, alles klar? Und die so, ja, oh Gott, wir kommen keinen Meter weiter. Und ich so, warum? Sie so, ich werde überall angesprochen. Sie so, meine arme Freundin, wir kommen keinen Meter weiter, weil mich alle hier kennen. Und ich war so, okay, du Arme, oh Mann, oh, ja. Und deswegen, sie ist halt vom anderen Stern. Ne? Kann man schon so sagen, oder? Und ich bin jetzt hier, um euch die Wahrheit zu erzählen, weil ein Mensch, der seinem jahrelangen Freund so dreist und ekelhaft fremd geht,
dem sollte man noch nichts glauben. Ich glaube, da sind wir alle uns einig. Ich wusste schon damals... Soll ich jetzt lachen oder nachher? Also das ist ja echt schon wieder richtig witzig. Es ist wie bei X-Diaries. Heißt das so X-Diaries? Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Heißt das so? Ja, ne? Ja, das ist wie bei X-Diaries fast. Ja, aber wir haben ja schon alle festgestellt, dass hier ganz oben bei ihr nicht alle Glühbirnen sitzen. Von daher, ich hätte aber auch Angst, gegen mich anzutreten. Deswegen, bild dir mal deine eigene Geschichte gerne zusammen. Aber war das jetzt nicht eh schon rausgekommen, dass Valentina dem Can wirklich fremdgegangen ist in einem Format? Ist doch so, oder? Das ist doch jetzt Fakt, oder nicht? Oder habe ich das jetzt geträumt? Charlie, haben wir das geträumt? Ich weiß es nicht. Doni? Heute ist ein richtig cooles Event. Dort ist auch ein Brand, mit der ich schon super lange zusammenarbeite und eigentlich die Produkte super liebe. Deswegen muss ich natürlich dabei sein. Und mit am Start haben wir schon die junge Dame hier ganz mit ihrem Handy beschäftigt. Morante, bald zu sehen bei Aiduan. Ups. Und ja, nicht jugendfrei, die Staffel, habe ich gehört. Die sind da auch so nur am Handy, ne? Wenn die im Auto sind, nur am Handy. Alle, die reden gar nicht miteinander. Die andere hat gar nicht mehr mitbekommen. Die war schon in ihrem Delirium. Handy, Handy, Handy. Nur Handy. Okay, Xanderfilet. Juhu, Lili und ich erwarten ein Baby. Suche daher im November eine größere Wohnung. 2,5 bis 3 Zimmer, 70 Quadratmeter aufwärts mit Garten wäre optimal in Münchner Osten. 1,2 bis 1,3. Wer wen kennt, etwas weiß oder plant umzuziehen, gerne per DM. Mhm. Also suchst du die Wohnung jetzt alleine oder sucht ihr die Wohnung? Hey Leute, na, wie geht's, wie steht's? Ich habe ja vorhin in die Story gepostet, dass es endlich diese Reality Awards gibt. Ich bin schon echt gespannt, wer dort alles gewinnen wird, wer dort auftauchen wird und ja, vor allen Dingen, was es auch dort für Kategorien geben wird, weil ich habe so ein bisschen nachgedacht. Und um ehrlich zu sein, muss ich sagen, ich fände es schon irgendwo nicht so schön, wenn es so welche Kategorien geben würde wie Mr. Red Flag, weil warum sollten wir jemanden ehren oder beziehungsweise eine Freude machen, der andere Menschen einfach nicht gut behandelt? Oder? Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich lasse das alles mal auf mich zukommen und bin gespannt, was es da für Kategorien tatsächlich gibt. Und wer gewinnen wird und alles drum und dran, wie das Ganze ablaufen wird. Ja, seht ihr das so wie ich oder nicht so? Naja, okay, gut. Einige Red Flags. Viele haben sich ihre Karriere darüber aufgebaut, dass sie einfach Red Flags sind, weil das sorgt für Quote und es wird sicherlich diese Kategorie geben. Und ja, so, das wird so sein. Weißt du? Ja, achso, ich habe vergessen, euch eine Sache zu erzählen, ne? Fällt mir gerade ein, jetzt wo ich sie sehe. Ist auch auf dem Heroes Festival passiert. Ich bin auf Toilette gegangen und da war Franzi. Ne? So, und haben uns begrüßt, wir haben uns das erste Mal live gesehen, weil wir hatten ja auch schon mal ein Interview letztes Jahr im Dezember, als sie bei Bachelor in Paradise war, aber remote, ne? Online. Und dann haben wir uns gesehen, haben uns voll freundlich begrüßt und dann kamen so zwei Freundinnen von ihr, die mit ihr dort waren, von der Toilette. Okay, und ich war halt gut angetrunken und habe dann die gegrüßt. Ich so, hey, ne, weil ich so dachte, ey, deine Begleitung und so. Und dann sagt die eine von den beiden, ich kannte die auch nicht, ne? Die das gesagt hat, die kannte ich nicht. Die andere war auch wiederum bekannt aus irgendeinem anderen Format, I don't know which one, hab ich vergessen. Dann sagt die eine zu mir, sie so, oh, du bist so ein hübscher Mann, ne? Aber was soll das mit dieser Brustbehaarung? Und ich guckte so an und ich habe direkt geschaltet. Ich war so, Entschuldigung, was geht dich meine Brustbehaarung an? Sie so, nein, nicht böse sein, aber du bist so ein schöner Mensch. Warum hast du diese Haare auf der Brust? Und ich so, nee, Maus, du hast es nicht verstanden. Was jucken dich meine Haare? Warum kommentierst du meine Brustbehaarung? Und dann meinte sie so, ey, ich will doch einfach nur sagen, Mann, jetzt sei doch nicht so. Du bist einfach, ich so, lass es einfach. Das ist so, als wenn ich dir sagen würde, ey, du bist voll der hübsche Mensch, aber du bräuchtest noch eine Hüfte, weißt du? Oder du bist voll der hübsche Mensch, aber du bräuchtest dichteres Haar. Das sage ich ja nicht zu Menschen. Du hast mich ja nicht nach meiner Meinung gefragt. So, weißt du, und das sind so Dinge, die bringst du einfach mit. Das ist einfach von Natur gegeben oder halt eben nicht.
Und das kommentiere ich nicht. Oder du wärst voll schön, aber deine Hackennase ist voll hässlich. Weißt du so? So, lass es einfach. Naja gut, dann bin ich aus dem Weg gegangen. Und also was ich sagen muss, ist, Franzi hat versucht zu schlichten. Ne? Die hat halt wirklich so auch gesagt, oh nee, ne, die meint das nicht so. Und ich glaube, die hat die auch ein bisschen zurückgehalten. I don't know. Sie war auf jeden Fall schlichtend unterwegs. Und ich habe dann aber irgendwann die Flucht ergriffen. Und dann kam die nochmal auf mich zu, diese Freundin von ihr, weil die das nicht wahrhaben wollte, dass ich mich da abgegrenzt habe. Und dann fing sie wieder an und meinte so, hey, aber warum bist du so aggressiv? Ich so, ey, ich bin nicht aggressiv. Ich will einfach mich dem hier nicht gerade aussetzen. Sie so, doch, du bist voll frech. Ich so, hey, willst du mich verarschen oder was? Pack dir deine Kommentare sonst wohin. Und dann bin ich einfach gegangen. So, und ja, das ist auch noch passiert. Genau. Und jetzt habe ich es halt mittlerweile so oft gehört, ehrlicherweise, dass ich mir meine Brusthaare wirklich gestutzt habe. Und ja, ich bin nicht stolz drauf, aber sie hat das gesagt. Dann war hier Ozan, der dann auch meinte in seiner Story, ich sei dreckig, also dass das Körperpflege, mit Körperpflege einhergehen würde. So, und irgendwann habe ich so gedacht, okay, gut, du machst du die jetzt mal ab, ne? Ja, mir gefällt es jetzt auch besser, ehrlicherweise. Aber mir gefällt halt nicht, aus welchem Ursprung das kommt. Ne? Das gefällt mir halt nicht. Ja, und jetzt sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Und du sagst mir doch gerne, was du hältst von den Dingen, die wir hier gemeinsam mit uns angeguckt haben. Wir sehen uns morgen und ich freue mich auf dich.